Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Es geht wieder weiter mit der PI, mit der Minecraft PI. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich weiter mit unserem unterirdischen Keller, ne? Geht die Sonne auf oder unter, weiß ich es gar nicht. Auf jeden Fall, was ich machen wollte jetzt hier. Ich habe noch eine kleine Idee, beziehungsweise die Idee kam von einem von euch, von einem Zuschauer. Ich werde auch den Namen mal eben erwähnen. Hat er sich gewünscht und das meine ich natürlich auch gerne. Der YouTuber. Moment, wo ist er? Da. AnnaCraftHD oder AnnaCraftHD hat geschrieben. Muss ich nochmal aufrufen, mit einem Glasschrank, dass wir so einen Glasschrank machen können. Ich würde sagen, dass du sowas ähnliches wie einen begehbaren Glasschrank machen könntest und da kann man das mit Tür und allem. Und ja, ich glaube, sowas in der Art mache ich hier auch hin. Ich habe jetzt so eine Idee, und zwar, dass wir hier den Boden aus Glas schon mal machen und unter den Glasblöcken bohren wir dann irgendwie Lava, dass so geil Lava drunter ist. Und dass wir dann vielleicht, hier alles so mit Glas bauen, mit Tür dadurch bauen. Und dann stellen wir hier so schön die Kisten hin und dann hier auch entweder so eine Glaswand oder eine Eiswand, wo die Kisten dann drin sind, einfach mal so schön geil dekorieren. Das wäre, also so habe ich die Idee nochmal ein bisschen abgewandelt. Das wäre jetzt meine Idee. Das könnten wir auch vielleicht machen, oder? Das ist nur das Ding, ich hatte ja eigentlich ursprünglich so gedacht, dass wir jetzt hier so auch so Muster hinmachen, zum Beispiel, wenn jetzt hier die Melonen drüber sind, dass wir hier so Melonenblöcke an die Wand bauen und dann die Kiste daran oder da rein. Ich meine, das können wir natürlich auch machen, aber dass wir trotzdem hier drumherum so eine kleine Glaswand haben. Ey, das wäre doch geil, oder? Also ich würde es richtig geil finden. Ich guck mal kurz, Sand haben wir aber keinen mehr. Können wir schon mal gleich damit anfangen, dass wir hier Sand holen und Glas schmelzen. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen, ich glaube, wir haben sogar noch, haben wir nicht noch mehrere Stacks da hier drin? Ich muss mal gucken, wenn ich die Tür öffne. Und mal schauen, hier in der Kiste. Nein, ist gar nichts drin. Hier ist nichts drin. Und hier haben, wie haben wir irgendwo Glas? Yeah, 56 Glas. Super geil, das passt ja richtig gut. Gut, dann brauchen wir ja noch gar keinen Sand holen. Wir haben hier ein bisschen Glas. Wie viele Diamanten haben wir? Wir haben schon 7 Diamanten, Alter, wie geil. Joa. Jetzt nehme ich mal kurz hier das Glas schon mal. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt. Ich möchte jetzt erstmal hier zumachen wieder das Tor. Ich das mal irgendwas reinwirf. Ach ja, und den Graben machen wir auch noch alles natürlich. Bis dann halt hier direkt so unter dem Feld die Kisten haben. Und dann halt so eine Glasvitrine da. Ey, dann wird doch bestimmt geil aussehen, oder? Und hier genau das gleiche. Jetzt wird's Nacht. Dann kommen wir hier mal kurz schlafen. Huch. Was bei der PI noch fehlt, ist, dass man Hunger kriegen kann. Ja, und das mit den Experience und sowas. Also ich würde wirklich, also dass man Hunger kriegen kann, das würde ich nochmal richtig geil finden, wenn die das hier auch einfügen würden. Was es ja nun schon in der PC-Version lange gibt. Und dann würde hier sich auch gut machen, denke ich mal. Oder finde ich zumindest. So, dann jetzt auch mal hier. Pennen, pennen, pennen. Zack, 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 zack. Pennen, pennen, pennen. Und ein neuer Tag erwacht. Huch. Die Sonne geht auf, yay. Gut, da will ich mal sagen, ich finde das auch geil, dass wir so direkt neben dem Dorf sind, wo wir jetzt hier unser Haus bauen. Wir müssen da jetzt auch mal zusehen, dass wir da mal was zustande bekommen. Das Problem ist ja, ich habe immer so wenig Zeit zum Aufnehmen und dann bist du nach einem Jahr immer noch nicht weit mit dem Let's Play, was andere in 3 Tagen schaffen mit ihrem Let's Play. Das schaffe ich in einem Jahr. Ah, das ist halt immer die Scheiße. Ich überlebe immer so viel, dann habe ich auch immer wenig Zeit im ganzen Real Life hierfür. Naja, ist leider so, tut mir leid. Ja, und ich habe mir dann gedacht, dass wir hier schon direkt anfangen. Hier vielleicht noch nicht. Dass wir hier vielleicht eine Sorte Steine machen oder irgendwelche Blöcke. Dann machen wir hier Glas hin und darunter machen wir dann Lava. Und dass wir hier auf der anderen Seite dann auch Glas machen und darunter dann irgendwie Wasser oder sowas. Und hier so in der Mitte irgendwie, was weiß ich, irgendein Stoff, ich weiß nicht, irgendwelche Blöcke. Und ja, das würde ich mal so sagen. Und ich würde mal sagen, fangen wir auch schon mal direkt an. Wobei, da brauchen wir eigentlich auch Lava, ne? Die Wände, die würde ich dann ja auch so machen. Wobei, nee. Wände machen wir. Machen wir das mit den Wänden? Jetzt ist mal gerade eine gute Frage. Wenn ich jetzt hier gelassen. Ich überlege gerade. Ach du Scheiße, ey. Wie mache ich das denn jetzt? Moment. Ich muss mal kurz überlegen. ich würde sagen, also. Scheiße. Oder wir machen erstmal machen wir nur Wasser hin. Lava, das machen wir später mal. Erstmal einfach nur so zum Testen, wie es überhaupt aussieht. Wasser können wir uns ja jetzt nämlich sowieso jederzeit holen. Aber wir können die Blöcke schon mal hier wegkloppen. Dass wir hier schon mal die Blöcke wegkloppen. Darunter kommt dann halt Wasser hin. Und ja, gut, da müssen wir 2 rein wegkloppen. Wir müssen die obere Schicht wegkloppen, da kommt ja Glas hin. Und die untere, da kommt ja
Dann Wasser hin, erstmal, und später dann Lava wahrscheinlich, denke ich mal. Und hier hoch. So, hier nochmal Schaufel, Schaufel. Schaufel, Schaufel. Wollte ich mal so sagen, ich würde das mal so machen. Und ja, wir haben jetzt übrigens Ostern. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, aber ich nehme gerade am Ostersonntag auf. Und ja, frohe Ostern an euch alle nochmal, auch wenn Ostern schon vorbei ist. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video hochlade und ich bin wieder am Rumgehen. Das geht schon wieder nicht. Aber okay, wen stört's? Ja, euch wahrscheinlich. Tut mir leid. So. Was hättet ihr von der Idee? Wie gesagt, ich schlage jetzt immer so viel vor und ihr doch nicht. Und dann schreibt ihr, ja, ist eine gute Idee. Und dann denke ich doch wieder irgendwie was anderes. Aber ich meine, wo ich den Kommentar da gelesen habe, mit dem begehbaren Glasschrank, der kam mir jetzt ein paar Ideen. Mit Glas, das muss ja nicht unbedingt richtig ein Glasschrank sein. Ist aber schon eine geile Idee. Sondern halt so ein bisschen abgewandelt, so wie ich das jetzt mir denke, dass wir dann halt hier so eine Glasvitrine haben mit Glasboden und allem. Und die Kisten, die kommen dann hier so schön rein. Und dann da noch vielleicht so drunter noch, ich weiß noch nicht, ob die Kisten dann abbrennen. Vielleicht, wenn man da so Kisten reinbaut in eine Reihe, dass man da drunter dann irgendwie noch auch noch so drin, also dass man so Glas macht und da drin ist Lava und da drüber Wasser oder da oben Wasser und da drunter Lava oder beides Wasser. Alter, das muss doch geil aussehen, oder? Boah, der hätte ja richtig Bock drauf, sowas jetzt zu bauen, ey. Boah, wie geil. Also, werden wir mal sehen. Erstmal ist das jetzt von uns hier die ganzen Blöcke wegkloppen, ey. Zack und zack. Achso, nee. Ach, scheiße. Zack und zack. Hier die Steine wegkloppen. Was ist das eigentlich? Das ist ja nicht Granit, oder? Was ist das? Ich weiß gar nicht, was ist. Ich habe mich immer noch nicht. Ey, Version 08, die gibt es jetzt auch schon so lange. Ich habe mich mit den neuen Rohstoffen immer noch nicht befasst. Alter, ey, ich frage mich, warum es immer so ist. Immer wenn ich Minecraft PE aufnehme, muss ich gehen. Ich verstehe das nicht. Hä? Hallo? Wieso ging das denn jetzt nicht? Hä? Jetzt kann ich den Stein nicht abbauen? Willst du mich verarschen? Hä? Lol. Was war denn jetzt? Alter, nee, ne? Willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt? Oh nee. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich war mein Gerät gerade überlastet, mein iPhone. Ich verstehe es auch nicht. Irgendwas war da. Ah, ist doch egal. So. Fackel, die setze ich dann mal eben kurz hier auf den Boden, weil den Block, den bauen wir ab. Muss ja trotzdem hell bleiben hier. Ich habe keinen Bock, dass jetzt hier Monster drin spawnen. Und ja. Also ich weiß ja nicht, habt ihr jetzt verstanden, wie ich das meine mit der Idee hier mit dem. Also mit. Beziehungsweise. Ich habe die Idee jetzt ein bisschen abgewandelt. Von Anna Craft AP. Heißt er oder sie, glaube ich. War eine richtig geile Idee, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen abgewandelt und ich hoffe mal, dass ich es verstanden habe, wie ich das jetzt meine, wie ich das machen möchte. Und schreibt bitte dazu mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Weil ich hab da richtig Bock drauf. Ich habe da richtig mega Bock drauf, sowas zu machen. Ey, das ist. Oh, wenn du daran nur denkst, also, das muss ja so episch aussehen nachher. Hä? Achso, hier ist auch gut, dass da schon ein bisschen was fehlt, weil wir müssen jetzt sowieso noch einen tiefer. Ja, haben wir die ganze Folge schon wieder damit verbracht, hier Steine abzuklauen, aber ich meine, das ist nun mal Minecraft und wem das nicht gefällt, der braucht's ja auch nicht gucken, ne? Der kann in die späteren Folgen dann wieder gucken, haben wir keine Spitzhacke mehr. Oh nee. Oh Mann, muss das jetzt sein? So. Die Generei geht mir langsam los und um den Keks, aber hier können wir auch schon mal Weizen dann bald abernten und das hier schon mal weiter pflanzen und hier genau das gleiche mit den Kartoffeln und Karotten. Das ist ja alles schon fertig gewachsen. Und dann wären die Kisten jetzt auch schon mal sinnvoll, ne? Und hier, mit Bohnenmehl, haben wir noch Bohnenmehl, da können wir noch Hus Gras machen, warte mal. Komm, ich nehme mal die Knochen hier raus, die wir hier drin haben. Und haben wir auch noch Knochen drin? Jawohl, 26, Alter, können wir richtig Bohnenmehl machen. Nehmen wir ohne Scheiß, Alter, das ist so eine geile Idee, oder? Das ist jetzt gerade mal eben so spontan, das muss ich mal eben machen. Wo ist jetzt hier Bohnenmehl? Da. So, das sollte erstmal reichen. Ach, kein Platz mehr. Dann packe ich mal irgendwas in die Kiste. Einmal dann in den Kram hier. 64 Steine. Mit das Bohnen jetzt noch im Inventar. Das sah so aus, als. Nee, ich hab's natürlich jetzt reingeworfen. Aber oh, toll. Hallo, so. Dann schmeiß ich nochmal was rein. 25 Eisen, das müssen wir nochmal schön in den Ofen packen. Können wir das schon in den Ofen wieder packen? Eine Kohle? Komm, wir haben jetzt 45 Kohle dabei. Dann können wir hier auch den Ofen ein bisschen mit Kohle füllen. 16. Das reicht für zweimal 64er Steaks machen. 14, 15, 16. So. Dann hole ich hier nochmal eben das Eisen wieder raus und können wir schon mal gleich in den Ofen packen.
Und da machen wir es auch folgendermaßen. Jetzt packen wir hier die Hälfte rein. 19, 11, 12. Okay, nicht ganz die Hälfte, aber so ungefähr. Und das ist ja doppelt so schnell fertig, wenn jetzt zwei Öfen aktiv sind. So, und genau, boom, jetzt wollte ich eben hier, das haben wir jetzt ja im Inventar, glaube ich. Da, genau. Jetzt machen wir erstmal hier schön ein bisschen die Wiese grüner, ne? Wird das schon wieder Nacht? Alter. Hui, oh, das ist auch geil hier in dem Gras. Oder habe ich das mal absichtlich weggemacht, das Gras? Ich weiß es gar nicht. Also ich finde, man sollte hier schon ein bisschen hohes Gras anbauen. Okay, ein bisschen störend ist es dann auch schon wieder, aber... Oh Gott, das muss auch ein bisschen schön hier aussehen. Okay, es ist doch ein bisschen viel jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt doch so eine gute Idee war. Ach, und so kann man das sogar größer wachsen lassen. Das wusste ich noch gar nicht. Aber noch größer geht's, glaube ich, nicht. Aber wenn man jetzt hier auf hohes Gras nochmal Boom hier raufpackt, ist das noch größer. Wusste ich ja gar nicht. Wahrscheinlich wächst das auch schon. Ich weiß das noch alles gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ist das eine gute Idee oder schlechte? Soll ich das wieder wegmachen oder da lassen wir den Gras? Also ich finde es gerade ein bisschen nice. Die Spitzhacke wollte ich craften, jetzt vergesse ich das schon hier. Sonne geht unter, wir können schon wieder pennen gehen. Gleich. Wir können erstmal eine Spitzhacke craften. Iron Pickaxe. Aber nee, Steinspitzhacke würde ich da erstmal lieber machen. Zack. Aber Eisen, die benutze ich dann lieber, wenn wir irgendwelche Rohstoffe wie Gold oder Diamanten abbauen. Wäre auch nice, wenn hier mal Smaragde hinzukommen würden, ne? Oder gibt's hier jetzt schon hier? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, mit den Dorfbewohnern kann man auch nichts tauschen. Noch nichts tauschen, die da sind. Alter, aber Leute, was mich gerade mal so ein bisschen wundert, ne? Die Alpha hier hat 2012 angefangen. Wir sind jetzt im Jahr 2015 und wir sind immer noch in der 0.10.4. Okay, unter Android 10.5 Alpha. Und, ja. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, also ich weiß, es ist schon nicht einfach mal eben so schnell was zu programmieren, aber ich will ja nichts sagen, aber so langsam jetzt vielleicht mal Zeit für eine Beta. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Also irgendwie dauert das mir ein bisschen zu lange, so langsam mit den Updates. Ich glaube, die 08, die gibt es jetzt auch schon wieder seit Ewigkeiten. Die 08, die 010 gibt es jetzt auch schon seit Ewigkeiten, genau wie auf dem Rechner die 1.8. Also ich finde, die 1.7 war richtig geil auf dem Rechner und die 1.8 haben sie einfach nur verkackt. Das ruckelt wie Sau und die ganzen neuen Rohstoffe, da braucht doch niemand, ey. Finde ich zumindest. Ich weiß eure Meinung anders. So. Oh, das sieht aus wie Sau jetzt hier. Jetzt muss ich erstmal, ich packe hier erstmal wieder Steine. Achso, genau. Einmal wollte ich sowieso noch tiefer machen. Das heißt, hier brauche ich gar nichts zu bauen. Kann ich gleich direkt weitermachen. Wir können dann auch noch eine dritte Schicht tiefer machen, weil wenn wir dann das Wasser sehen, dann sehen wir darunter hier auch Gras und Stein und alles. Ich weiß nicht, da könnten wir vielleicht auch noch irgendwie was hinbauen, wie Wolle oder so. Da dann Wasser rauf und darüber dann Glas. Das nimmt alles Zeit in Anspruch, aber das würde ich gern... Also, tut mir leid, Leute. Aber das würde ich wirklich gern erstmal aufprobieren. Ich weiß, das dauert jetzt alles, aber das gehört nun mal dazu. Und das würde ich wirklich gern mal machen. Also hier, kann ich da auch noch wegbauen. Kriegen wir alles hin. Wie gesagt, wird jetzt erstmal ein bisschen bauen, die nächsten 2-3 Folgen oder so. Aber ist ja nur Minecraft. Deswegen habt ihr auch eingeschaltet. Okay. Ja, okay, dann nochmal ein bisschen über ein paar Themen sprechen, würde ich mal sagen. Wir reden die ganze Zeit über Minecraft. Und, ja, in einer Minute mache ich auch einen Cut, dann geht's in die nächste Folge dann bald über. Und ja, zack, 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 zack. Oh, das habe ich jetzt gleich Kies weggemacht mit einer Spitzhacke. Genius. Ja, aber was für Team kann man denn mal spielen? Ey, Flynn, zweimal gleich rausgekommen. Oh, ich irgendwie überhaupt nicht, aber was du hast, hast du. Und ich mache hier an den einen Seed weg damit, ja. Kriegen noch genug. Hallo? So. Nein, nicht das. Oh, kein Kies. Ich wollte doch Flint aufnehmen. Oh, kein Kobbel. Alter. So. Da können wir uns bald mal wieder ein Feuerzeug craften. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das jetzt gebrauchen können, aber werden wir schon noch alles brauchen, denke ich mal. So. Zack, zack, zack. Alter, ist auch viel jetzt hier, ey. Was man hier alles abbauen muss, ey. Ist ja ein Herzstillstand, er ist ja... So, wo ist die Schaufel? Da. Ach, die andere Schaufel ist im Arsch, oder was? Hier ist noch eine alte Schaufel. Habe ich keine Steinschaufel? Ja gut, dann geht das wenigstens alles schnell. Das kann ich auch schon mal wegmachen, den ganzen Kies. Zack, zack, zack. Habe ich da nochmal eine vergeben. Zack, 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 zack. Und ich würde erstmal sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Minecraft PE wieder 15 Minuten sind wieder rum, will es ja nicht zu lang machen.
Und jo, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt auch schon sehr bald, denn ich nehme das hier gleich im Anschluss auch weiter auf. Und jo, sag ich mal, ciao Leute, schreibt eure Meinung bitte in die Kommentare zu dem, was ich vorhab. Und jo, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute und jo, ciao.